Das Etikettier zu Papier drucken würde, würde es uns nichts bringen. Ist das richtig? Bitte? Kannst du dich aber auch schon mit Kollegen teilen? Ich habe sie gefragt. Kannst du ganz kurz kommen? Kollegen, das Ticket mal abnehmen. Darf ich dir mal ganz kurz die Kollegen geben? Vielleicht habt ihr eine Idee? Was habt ihr denn? Und in welchem System arbeitet ihr? In welchem System arbeitet ihr denn? Hast du mal mit dem Ticketschalter oben gesprochen? Ticketschalter oben? Ja. Ja. Die Hotline. Nee, aber sie hatte die Hotline dran. Bei der Hotline. Und die Kontenkarte. Das ist das Ticket, UA9296. Und das ist die Reservierung, die ich habe. Bei mir stimmt das überhaupt. Kleiner Moment. Das Problem ist, du hast die Codeschere. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Das war so. Kannst du das nochmal gucken? Du musst es in der, weil das ist das Problem. Und das hatte ich die Tage auch. Wenn die in Codeschere-Nummer, das läuft bei uns nicht auf. Läuft bei uns. Ja, ich weiß, was du meinst. Und zwar hat United, weil United hat, ja, ich weiß, weil ich hatte das hier die Tage auch und die Passagiere sind dann aufgelaufen. Es muss in dieser Lufthansa. Dann mach doch Warteliste und vielleicht kann man es umdrehen. Also vielleicht kann man es dann umswitchen. Ist gar nicht mehr gut, ich leg dich mal nieder. Also wie gesagt, der Kollege versucht das jetzt nochmal einzubuchen. Das Problem ist nur, dass die Klasse halt jetzt nicht mehr ist. Du machst ja die Ecke. Buchst du dann buchen? 10 Uhr oder was? Ich werde einfach so eine Ecke buchen draus. 10 Uhr. Der will auch um 9 Uhr gehen oder was? Oder um 10 Uhr? Nadine. Kannst du dir mal ein Ticket aufnehmen? Ich leg dich mal auf die Seite. Sie gucken mal rein, gell? Ciao. Also das ist es. Ein Porsche. Geht nach dem Porsche. Mike 1 E 4 X Box. Genau. Ticket sieht das Ticket nicht, weil das in der Porsche untergegeben ist. Das ist ein ganz anderes. Rufen wir das einfach in Echo um in Dolz? Das war die beste München in Berlin stehen. Ja. Also die können sie nicht einchecken. Achtung bitte, Frau Ebner, muss schnell umgehen zu einem. Das Ticket ist noch, das wurde ja mal exchanged. Das Ticket reflektiert wohl noch das alte. Was wird das denn? Svetlana, kannst du mal probieren, die Kollegen, die Leute mit der neuen Ticketnummer einzuchecken? Wäre die beste Option. Das
müsste eins geben. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Ticketnummer du mir durchgegeben hast. Was ist denn am Ende? Ist das die 552? Ah, okay. Probieren wir mal. Die 016. Schon die neue Ticketnummer. 9 als 6, 9, 1, 8, 9, 8, 6, 7, 5, 5, 9. Das ist die neue. Und damit geht es nicht, richtig? My ticket. That is the reason they look as a community is from the city. But they tell me, it looks like a community. Scheint nicht zu funktionieren. Die Kollegin möchte wissen, was die Antwort von Altea ist. Ja. Es gibt kein Ticket. No Ticket found oder was? Es gibt ein Ticket, aber ein Ticket für eine andere Code-Sharing. Ticketschalter in Berlin. Ja. Und auch kein okay, United Personal in Berlin. Ja. Okay. Gibt's wohl auch nicht. Doch. Pending. Ich warte noch auf. Kollegin, Svetlana, du sollst einen Refresh machen. Bitte. Ja. Flight number check failed. Authorization not allowed, contact ticketing desk.
zu der alten Jahren. Welcher denn? Eingecheckt auf 51. Okay, dort gibt es keine Probleme, Nadine. Das ist der richtige Codeshare. Whatever. Da gibt es keine Probleme. Svetlana, willst du vielleicht mal mit der Svetlana direkt sprechen, Nadine? Also irgendwie ist es jetzt ein bisschen doof. Ich habe hier zwei Hörer am Ort im Spiel für euch, den Translator. Entweder, ja, aber, nein, ich habe dich nicht gebeten. Ich hab dich